Schön, dass ihr wieder auf meinem Kanal gefunden habt. Heute präsentiere ich euch von Nilight das LED-Strip. Ich werde jetzt mal kurz die Kamera ein bisschen wegnehmen. Und wir werden mal ein bisschen hier näher rangehen. So sieht der Schalter oben aus. Wir haben nur einen Knopf und vorne eine Birne. Die kann man an- und ausschalten. Und das zeige ich euch bitte in der App. Es geht hier hauptsächlich, wollte ich euch zeigen, was die Funktionen sind heute. Und an- ausschalten oben drauf. Der Stecker. Und dann haben wir hier die LEDs selber. Wir haben hier 2 Meter. Man könnte es noch erweitern, immer mit 1 Meter Stücken. Wir haben hier recht lange Kabel. Stromkabel sowie Verbindungskabel vom Schalter zu der Lampe. An der Unterseite von dieser Leiste, da ist ein Klebeband drin, da kann man es einfach hinkleben. Ich habe das hier schon mal hingeklebt hinter das Bett. So kann ich es euch dann im Dunkeln so später zeigen, wie so die Lichtverhältnisse sind. Genauso ist es beim Schalter, der hat unten 2 so Klebepads, dann kann man das festkleben. Den habe ich jetzt hier festgeklebt. Und genau, ich werde jetzt kurz das Bett hier rum und umschieben, dann die App öffnen und dann schauen wir uns die App mal genauer an und die Lichtleiste, was sie so kann und so wie sie aussieht. Jetzt habe ich mal die App geöffnet. Ihr seht, ich habe mehrere Produkte. Ich habe eine im Schlafzimmer, eine bei meiner Opa und Oma, eine ist bei mir im Wohnzimmer und habe ich die Deckenleuchten, darüber habe ich ja schon ein Video gedreht und noch eine Esstischlampe, so eine hängende Leuchte, so eine abhängende Leuchte über den Tisch. Davon wird noch ein Video kommen, die habe ich auch hier, die sind aber jetzt gerade alle aus, ohne Strom. Und ich werde jetzt mal hier auf den Knopf drücken. Ihr seht jetzt hier ein bisschen, dass hier das Licht angeht. Und jetzt habt ihr gesehen, hier geht die Lampe an. Hier kann man auch ausdrücken. Zack, wäre die Lampe auch aus. Ich gehe jetzt mal drauf auf das. So, hier wären Sachen, die könnt ihr aussehen. Hier zum Beispiel Sonnenaufgang. Das finde ich eigentlich recht gut. Das benutze ich zum morgens Aufstehen. Das heißt, wenn ihr eine Uhrzeit einstellt, so 10 Minuten bevor ihr aufsteht und ungefähr 5 Minuten danach, dann wird es immer ein bisschen heller und heller und heller und heller. Hier macht es genau andersrum. Hier habt ihr so einen Sonnenuntergang-Effekt. Ich werde es euch noch genauer zeigen, im Dunkeln später, dann sieht man ein bisschen mehr. Hier zum Beispiel wäre es so ein gedämmtes Licht für nachts, zum Beispiel wenn ihr noch ein bisschen im Bett seid oder irgendwas einen Film anschaut, aber es nicht komplett abgedunkelt ist, um die Augen zu schonen. Das ist so eine Farbe, die voreingestellt ist von Nilight, die schön für Film anschauen ist. Wenn ihr einen Film anschauen wollt, da hättet ihr für Dating Night, ihr hättet hier für den Geburtstag. Ihr habt hier so einen Kamin, das hat dann immer so ein Flackern wie von einem Kamin. Leuchtbenachrichtigungen für einen romantischen Abend und fürs ein Kerzenlicht. Hier tut es ein Kerzenlicht imitieren, das wird dann also ganz leicht auch wie eine Kerze flattern in den richtigen Farben. Hier unten könnt ihr das heller und dunkler stellen. Hier oben könnt ihr die Farben einstellen, auch nochmal orange, wollt ihr mehr weiß, mehr gelblich dann das Licht haben. Ein weißes Licht haben, wieder heller und dunkler. Hier wären farbige Lichter, blau. Jetzt seht ihr hier hinten immer so an dem Lichtschalter, ist ein bisschen blau. Wenn wir auf Rot gehen, gehen wir auf Rot. Dann haben wir hier Rot und Farbfluss. Lichtflussgeschwindigkeit, hier wird es immer farblich abwechseln. Ihr seht es jetzt, das macht so eine Art Regenbogen. Genau. Hier unten ist ein Ausschalter. Und hier könntet ihr Favoriten machen, zum Beispiel was ihr gerne habt. Und hier kommen die weiteren Einstellungen. Hier sind nochmal so Schnelleinstellungen. Hier sind Favoriten. Hier ist ein Farbscanner. Hier könnte man zum Beispiel irgendwas scannen. Ich nehme jetzt mal hier. Ich tue jetzt hier mal was Rotes scannen. Hier habe ich gerade nur was Rotes. Ne, was Rotes rumliegen. Schauen wir mal. Das habe ich auch noch nie probiert. Aber er hat es übernommen. Er hat es übernommen. Ihr seht, dass es jetzt rot leuchtet. Und als nächstes haben wir hier Standardlicht, automatisch einschalten nach Stromausfall. Also sobald wenn man Strom weg wäre, wird es immer automatisch angehen, das habe ich jetzt nicht an. Licht einschalten, automatisch speichern. Also das letzte, was eingestellt war, bleibt bei mir jetzt immer an. Könnt ihr auch wegmachen, ihr könnt den Standard festlegen. Das habe ich jetzt nicht bei mir. Ihr habt Musikfluss, das heißt, wenn ihr Musik macht, dann wird es nach dem Ton immer so rauf und angehen. Licht, das zeige ich euch später noch. Hier ist die LED-Anzeige. Hier kann man die kleine Lampe hier unten, wie ihr seht, dann
jetzt leuchtet es bläulich, jetzt ist aus, es ist dann hier genauso, es leuchtet dann hier vorne blau, ich brauche das nicht und habe es deswegen aus. Firmware-Aktualisierung ist zurzeit schon die aktuellste drauf. Und LAN-Steuerung. E-Line aktiviert das Steuerungsprotokoll für Drittanbieter. Der Benutzer kann Erlegerin mit Hilfe des Bereitstellprotokolls erkennen und steuern. An aus könnt ihr das machen. So, ich habe es mal angemacht. Wenn ihr Google Home Produkte habt, könnt ihr das damit auch benutzen. Ihr könnt bei Apple HomeKit das benutzen. Ihr könnt in der Xiaomi App das benutzen. Das kann ich euch auch nochmal gleich alles zeigen. Hier oben, hier machen die Einstellungen. Das ist mein Name, Feedback, die Geräteinformationen von mir, Gerät teilen mit jemandem, Siri Shortcuts hinzufügen oder zu Home hinzufügen. Genau. So, jetzt habe ich mal die Xiaomi-App geöffnet. Ihr müsst nicht unbedingt Yeelight benutzen. Wenn ihr zum Beispiel viele Xiaomi-Geräte habt, könnt ihr auch die Xiaomi-Geräte benutzen. Das ist ja hier. Öffnen wir das. Laden wird ausgeführt. So, das ist jetzt die jetzige Farbe, die es gerade leuchtet. Das ist das Rot, wie ihr hier sehen könnt. Hier könnt ihr es dann auch verschieben, wenn es ein bisschen kräftigeres oder dunkleres Rot werden soll. Hier unten in der Ecke könnt ihr es ausschalten. Dann, wenn es so blaulöchig wie so nachts ist, dann ist es aus. Drückt ihr wieder auf an. Zack, ist es wieder an. Das sieht jetzt hier ein bisschen weißer aus, als es ist, aber das ist ein bisschen roter. Hier können wir die farbigen Lichter, wie es war, auch einstellen. Links, rechts könnt ihr in den Farben wechseln und die Farben angeben. Hier haben wir einen Lichtfluss. Wenn ihr wollt, dass es abwechselnd, wie ihr sehen könnt. Jetzt wechselt es immer ab. Eigentlich sind es genau die gleichen Sachen, die man auswählen kann. Hier kann man machen, dass das Licht erst in 15 Minuten ausgeschaltet wird. Ich ende das Wechsel nochmal hier unten, dass es nicht so wechselt. Hier unten dieses hier. Und Favoriten setzen. Hier oben bei den drei Punkten. Ausschaltverzögerung, man kann Zeitpläne auch einstellen. Wann es außen angehen soll, wie bei der Yeelight App auch. Eigentlich kann man genau das gleiche alles machen wie bei der Yeelight App. Firmware-Version ist aktuell. Genau. Aber ich habe beide Apps zwar drauf, aber das eher zum Testen. Beide laufen aber eigentlich recht gleich gut, deswegen macht es keinen Unterschied. Das sind einfach mal meine ganzen anderen Geräte. Ich will davon auch noch ein Video für euch hier machen. So, jetzt habe ich mal den Raum für euch verdunkelt. Jetzt haben wir hier gerade ein Grün. Jetzt werde ich mal ein bisschen hier ein bisschen anderes. Anderen Farbton auswählen. Jetzt haben wir hier mal Rot. Wir haben hier Blau, ich kann auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Gehen wir mal hier auf Grün, auf Rot, jetzt machen wir mal das bisschen alles schwächer. Lichtverhältnisse machen sie wieder auf ganz hell. Also scheint es funktioniert auch recht fließend. Also wir haben hier das Ding. Hier oben suchen wir uns die Farben aus. Blau, zack, grün, zack, gelb, zack. Also es läuft schon sehr gut alles, sehr schnell. Dann jetzt haben wir hier dieses farbwechselnde. So, das war jetzt ja die Xiaomi App, jetzt bin ich mal in die Yeelight App reingegangen. Einfach mal, da geht nämlich das gleiche. Da habe ich ja vorhin schon gesagt, unten in der Ecke hier rechts, im Dunkeln sieht man es jetzt, da gibt es einen Musikfluss, da drückt man so drauf, das sieht so aus. Und dann drückt man Play, gibt dem Mikrofon Ding. So, jetzt nämlich, jetzt tut er nach Musik machen. Ich mache jetzt hier die Musik an und dann tut er nach der Musik es bewegen. Also so, jetzt das war jetzt sozusagen, während die Musik läuft. Ihr müsst dann zum Beispiel
das Tablet oder so offen stehen lassen, weil das läuft über das Mikrofon von dem. Gerade eben am Anfang lief es nicht so gut, weil ich es mir ein bisschen abgedeckt hatte mit der Hand. Da könnt ihr Musik laufen lassen und dann spielt sozusagen das ab. Wenn ihr, keine Ahnung, mal eine Home-Disco macht oder irgendwo einen Raum habt, einen Partyraum habt, könnt ihr ihn damit machen. Könnt ihr damit zum Beispiel so Licht- wie Disco-Effekte machen. Ich mache mal den Raum noch ein bisschen heller jetzt hier. Könnt ihr damit Effekte machen, wie in der Disco. Und genau, so, im Endeffekt war es jetzt eigentlich alles, was ich zeigen kann. Also es ist schon echt wirklich hell. Also der Raum, der wird schon komplett hell erstrahlt. Also man sieht alles. Man könnte jetzt drin rumlaufen und man würde ja wirklich alles sehen. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, ihr noch irgendwas wissen möchtet, irgendwelche Anregungen, dann schreibt es einfach in die Kommentare rein. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ich euch alles gezeigt habe, was es so alles kann. Es ist echt flexibel, man kann es gerade kleben, man kann es im Kurven etwas kleben. Klar, man muss immer ein bisschen so eine leichte Rundung einhalten. Man kann es verlängern. Wir sind, wenn du bei Amazon oder so gehst, sind wir bei um die 40 Euro für die Lichtleiste. Wenn ihr irgendwo bei AliExpress oder ähnlichen Seiten geht, kriegt ihr das meistens ein bisschen billiger, aber habt dann eine deutlich längere Wartezeit. Problem ist dort oft, dass ihr dann auch keinen deutschen Netzstecker habt. Das heißt, ihr kriegt dann immer einen Adapter mit. Dadurch wird es dann deutlich länger, der Stecker, und dann wackeliger alles. Deswegen würde ich euch schon empfehlen, auf jeden Fall eins zu kaufen, wo ein deutscher oder europäischer Stecker dabei ist. Und danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Lasst ein Like da, folgt mir auch auf Instagram und einen schönen Tag euch.